Rednerin ist Ulrike Flach für die Fraktion der FDP. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Weinberg, das trifft für Sie genauso wie für Herrn Lauterbach zu. Wenn Sie hier von der Kopfpauschale reden, verschwenden Sie Ihre Redenszeit. Diese Regierung plant keine Kopfpauschale. Und wir wollen die Kunstbar, ich kann Ihnen auch genau sagen, warum wir die nicht wollen. Sie ist eben nicht sozial ausgeglichen und sie erfüllt nicht die Grundvoraussetzung, die wir an eine solche Gesundheitsreform legen. Wir wollen eine einkommensunabhängige Gesundheitsprämie plus Sozialausgleich, liebe Kollegen. Und das kann man nicht oft genug sagen. Lieber Herr Lauterbach, jetzt war ich heute hier optimistisch hingekommen und hatte gedacht, Sie hätten das getan, was Sie uns versprochen hatten, nämlich einen durchgerechneten Antrag zu Ihrer Bürgerversicherung vorzulegen. Und jetzt kommen Sie mit sowas, was Sie uns jetzt hier erzählen und sagen, wir wollen eine Bürgerversicherung. Also ein bisschen mehr Ehrgeiz hätte ich mir gewünscht, auch von Ihrer Seite. Unabhängig von der Tatsache, dass Sie ja in Ihrem heute vorliegenden Antrag wirklich so tun, als ob die letzten 11 Jahre nicht Sie, sondern wir regiert hätten. Also ehrlich gesagt, die Zusatzbeiträge sind nicht das Ergebnis einer von Ihnen behaupteten Untätigkeit des Ministers Rösler, sondern sie sind natürlich das Ergebnis der Tätigkeit von Ulla Schmidt. So einfach ist das. Es ist Ihr Gesetz, es ist Ihr Fonds. Frau Flach, eine Zwischenfrage des Kollegen Oppermann? Aber natürlich. Frau Kollegin Flach, Sie reden ja jetzt hier für die FDP-Bundestagsfraktion. Können Sie uns mal erklären, warum Bundesgesundheitsminister Rösler in dieser Debatte nicht das Wort ergreift? Hat er hier uns nichts zu sagen in dieser Diskussion oder müssen Sie ihn verstecken? Also, lieber Kollege Oppermann, ich kenne und schätze Sie ja seit vielen Jahren als konstruktiven Gegner sozusagen. Aber ehrlich gesagt, mich hier zur Nanny von Herrn Rösler zu machen, das ist sicherlich völlig neben der Kappe. Und ich möchte Sie auf etwas hinweisen, dass die Fraktion schon Leute hat, die reden können. Herr Landvermann und ich machen das heute. Auch bei Ihnen spricht ja nicht der Fraktionsvorsitzende. Es hätte mich gefreut, wenn wir mal Herrn Steinmeier dazu gehört hätten. Und unabhängig davon darf ich Ihnen die große Freude berichten, dass in der nächsten Haushaltswoche selbstverständlich Herr Rösler sprechen wird. Freuen Sie sich drauf. So, jetzt sind wir also bei dem Thema, dass es Ihr Gesetz ist, es ist Ihr Gesundheitsfonds und es sind natürlich auch Ihre Zusatzbeiträge und Ihre Möglichkeit, 8 Euro mehr zu nehmen, versehen mit einer Überforderungsklausel. Und jetzt, lieber Herr Lauterbach, also wir sind doch beide lang genug im Geschäft. Wenn Sie so unzufrieden waren, warum haben Sie die Koalition denn nicht verlassen? Also bitteschön, dass wer nicht will, dass was passiert, was man nicht will, weil man etwas als unsozial empfindet, dann hätte ich von Ihnen das erwartet. Denn dann wäre es jetzt ehrlich, was Sie uns erzählen wollen. Das Gleiche gilt übrigens, lassen Sie mich noch zurückgehen. Ich habe gestern mal in alten Protokollen des Gesundheitsausschusses nachgeschaut und da preisen Sie den Gesundheitsfonds, den Sie ja jetzt so angreifen, er stärke die Solidarität und den Wettbewerb zum Wohle des Patienten. Jetzt frage ich mich wirklich, was ist denn daraus geworden? Haben Sie das vergessen? Sie sind damals mit diesem Gesetz auf den Markt gegangen zum Wohle des Patienten und heute versuchen Sie dem Patienten klarzumachen, dass das alles nicht mehr wahr sei. Das ist politische Amnesie, Vergesslichkeit im hohen Grade, mehr ist das nicht. Das Gleiche betrifft übrigens die Entkopplung der Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Hier sind Sie zusammen mit den Grünen damals den ersten Schritt gegangen. Sie haben also jetzt eine Kampagne gestartet, die sich gegen alles richtet, was Sie in den letzten 11 Jahren uns hier auf den Tisch gelegt haben. Eigentlich müsste die Kampagne heißen Nein zu den Auswirkungen der SPD-Gesundheitspolitik, dann wäre sie nämlich ehrlich. So kritisieren Sie in diesen Tagen, in Ihrer Kampagne und auch in Ihrem Antrag uns für angebliche Geschenke für die Ärzte. Jetzt frage ich mich, wer hat denn die besonderen Arzthonorarsteigerungen des letzten Jahres zu verantworten? Doch nicht die FDP oder Herr Rösler?
Sie sagen, die Ärztinnen und Ärzte werden von der Bundesregierung besonders verwöhnt. In den letzten Jahren sind ihre Honorare überdurchschnittlich gestiegen, von 2004 bis 2008 um 12,7%. Das ist ein Zitat aus Ihrer Kampagne. Ja, bitteschön. Es war Ihr Werk, es waren Ihre Ausgabensteigerungen und es waren Ihre fehlgeschlagenen Versuche, dazu und daneben Kostendämpfung zu setzen. Frau Flach, der Kollege Lauterbach würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Aber natürlich. Sie kritisieren gerade, dass wir in der letzten Legislaturperiode die Arzthonorare, also auch die Arzthonorare für Fachärzte und Hausärzte, dass wir diese angehoben haben. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie diese Anhebung für falsch halten und daher die Arzthonorare wieder kürzen wollen? Lieber Herr Lauterbach, ich kritisiere nicht, dass Sie dafür gesorgt haben, dass auch Ärzte in diesem Lande für das etwas bekommen, was sie verdienen, leistungsgerecht und ordentlich. Ich kritisiere aber Sie, lieber Herr Lauterbach, der so tut, als ob Sie das nicht selbst auf den Weg gebracht hätten. Und uns versuchen, etwas in die Schuhe zu schieben, weil wir noch hier auf den Oppositionsbänken saßen. Also das nenne ich noch einmal politische Vergesslichkeit. Und jetzt kommen Sie mit einem Gegenmodell, von dem ich ja gehofft hätte, dass wir heute da ordentlich drüber reden können, die Bürgerversicherung. Dann sollten Sie den Leuten auch sagen, dass der Großmutter, die für ihren Enkel ein Sparkonto angelegt hat und deren Zinseinkünfte daraus dann für die Finanzierung der Kassen herangezogen werden, dass denen natürlich eine zusätzliche Belastung ins Haus steht. Und Sie sollten das auch bei der Familie sagen, die in ihrem Hause eine Einliegerwohnung vermietet und deren Mieteinnahmen mitberechnet werden. All dieses verschweigen Sie den Leuten und gehen in eine Kampagne hinein, in der Sie so tun, als ob dieses Land aus Menschen bestände, die sich an nichts mehr erinnern können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Flach, jetzt hätte ich noch eine letzte Zwischenfrage des Kollegen Weinberg, wenn Sie die möchten. Aber sicher, Herr Weinberg. Frau Kollegin Flach, Sie haben gerade, reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Die Frage lautet ganz simpel, haben Sie schon mal von Freibeträgen gehört im Zusammenhang mit Zinseinkünften und Kapitaleinkünften? Lieber Herr Weinberg, selbstverständlich habe ich von Freibeträgen gehört, nur ehrlich gesagt können wir heute über Freibeträge überhaupt nicht reden, weil Herr Lauterbach sein Versprechen ja nicht eingehalten hat. Hätten wir hier ein durchgerechnetes Modell, könnten wir über Freibeträge reden. Wir tun es ja gerne. Nur jetzt sind wir noch nicht so weit und insofern kann ich leider, wir beide sind unwissend in diesem Falle. Er hat uns einfach unwissend gelassen. So, meine lieben Kollegen, wir haben in diesen Tagen eine Kommission eingesetzt, die dazu beitragen wird, dass wir dieses Gesundheitssystem auf wirklich stabile finanzielle Füße stellen werden. Wir werden es demografiefest machen. Wir werden in den nächsten Tagen die Ausgabenseite angehen. Und Sie werden sicher sein, dass Sie am Ende dieser 4 Jahre eine Gesundheitsreform auf den Weg gebracht sehen, mit der zumindest diese Seite des Hauses und die Menschen in diesem Lande äußerst zufrieden sein werden. Und das ist das Wichtigste. Es wird nicht einfach werden. Aber wie hat Philipp Rösler es so schön formuliert, dann hätten auch Sie es machen können.